Hola, buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que no sé qué deciros. He venido aquí, he viajado 2.000 kilómetros casi para ver este tío, el presentador más guapo del mundo. Es la máquina, la machine. Das war Spanisch. Damit, Sarah, recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Maschines Late Night Show. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Mit Recht. Schön, dass ihr alle da seid. Die Musik können wir ein bisschen runterfahren. Ich habe einen neuen Techniker und diesen Techniker möchte ich euch vorstellen, weil er ist es wert. Er ist ein junger Mann, der sich sehr viel Mühe gibt. Sein Name ist Ben, aber er ist noch nicht so richtig erwachsen, deswegen nennen wir ihn Benny und deswegen begrüßen wir ihn mit Hey Benny, hey auf 1, 2, 3. Schön, dass du da bist. Vielleicht wird es ja auch eine langjährige Zusammenarbeit mit uns. Wir werden sehen, wenn du dir Mühe gibst, könnte das vielleicht passieren. Mein Name ist Maschine, ich habe es eben gerade schon erwähnt und ich bin immer für euch da, immer und immer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst, denn nur dann können wir eine Symbiose aufbauen. Ihr und ich, wir gucken uns an und wissen ganz genau, was denke ich und ich weiß ganz genau, was denkt ihr. Wenn ich euch zum Beispiel beleidige in irgendeiner Form, weil es sein kann, dass ich irgendwie aus der Form gleite oder irgendwas sage, so, ey, von mir aus sowas wie, obwohl du scheiße aussiehst, hast du ein gutes Charisma. Ja? Dann sagt ihr natürlich zu mir, arrogante Sau. Ja? Das üben wir nochmal. Ey, ganz ehrlich, irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock auf sowas. Ganz genau. Das wird immer mal wieder kommen und das ist dann auch mit Recht. Ihr dürft mich auch beschimpfen, wenn ich irgendwie schlecht bin zu euch und ihr könnt sowieso alles machen, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr nicht dürft, ist gehen. Egal wie schlimm es wird, ja, egal wie schlecht es wird, ihr dürft auf jeden Fall nicht gehen. Ihr müsst bleiben bis zum Schluss und es wird sich lohnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn wir haben grandiose Gäste eingeladen. Heute bei mir in der Late-Night-Show Mutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mutz ist immer mein Montagsgast, weil montags wird hier nur ausprobiert. Wir haben zum Beispiel noch keinen Tisch, deswegen steht das da so rum, das ist eigentlich keine Absicht. Der Tisch ist einfach noch nicht da, der wirklich hierher gehört. Oder viele, viele andere Sachen sind nicht da. Zum Beispiel mein Showorchester Otti. Ihr kennt ihn vielleicht vom Ballroom Hamburg. Auch er ist heute noch nicht da, weil es eine Montagsshow ist. Trotzdem Applaus für Otti. Das üben wir noch ein bisschen. Und natürlich ist auch nicht da mein Schnapsbeauftragter Awesome-O. Der ist aber ab morgen da. Und deswegen habe ich für euch Jägermeister vorbereitet. Oh, hilfst du mir? Einen großen Applaus für die unbekannte Kellnerin. Schönheit. So. Verteil einmal so lange, bis es wie es reicht. Ab morgen gibt es dann natürlich auch wieder Jägermeister satt in Maschines Late Night Show. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, dass man halbwegs betrunken ist, sonst erträgt man das nämlich alles nicht. Genau so wie. Ach, ich brauche übrigens auch einen, ne? Einer ist ganz unbekannte, schöne Kellnerin. Sigrid? Du heißt Sigrid? Wie geil ist das denn? Sigrid, darf ich auch einen? Ja, ganz genau. Ihr habt so langsam aber sicher kapiert. Wir trinken natürlich gleich zusammen, wenn Sigrid fertig ist mit dem Verteilen. Und in der Zeit möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich einen Mitstreiter da haben, der sichtbar und sogar vorhanden ist. Und das ist ein junger Mann, den ich auf der Full Metal Cruise kennenlernen durfte. Er hat mir einfach geholfen beim Videoeinspieler machen und die ganzen Screens wechseln und so, weil ich total unfähig dazu bin. Und deswegen ist er bei mir, mein Videotechniker, Chris! Wir werden sehen, welche Fehler er heute wieder macht. Stimmung? Ja. So, ich habe mir einen Glatzenkamm gekauft. Das mache ich dann immer so. Wer hat noch keine Haare? Irgendjemand noch hier im Saal, der auch wenig Haare hat, da hinten? Ihr könnt euch den Glatzenkamm gerne ausleihen. Ja, wenn ihr den braucht. Und in dir sehe ich noch am Mittwoch jemand ganz anderen als der da sitzt. Und das wirst du durchziehen. Das war ein Insider. Das macht aber nichts. Und einen großen Applaus für die unbekannte, jetzt nicht mehr unbekannte, schöne Kellnerin Sigrid. Stimmung. Ja.
Natürlich brauchen wir bei Maschine in der Late-Night-Show immer einen Werbepartner. Und da ich ja nicht gesponsert bin, sondern diese Sachen einfach nur so mache, völlig nur aus reinem Enthusiasmus, möchte ich von euch wissen, wofür soll ich in dieser Sendung Werbung machen? Das wirkte fast nicht abgesprochen, das ist ziemlich geil. Ja, wir haben natürlich da hinten die jungen Herren von Vera eingeladen. Was macht ihr denn so? Schraubwerkzeuge, da braucht man einen guten Slogan für. Hat irgendjemand eine Idee für Vera-Slogan mit Schraubwerkzeugen? Irgendwas dreht sich immer rein oder? Ach, herrlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heutige Maschines Late Night Show wird unterstützt von Vera passt in jeden Schlitz. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen natürlich auch die Werbung richtig gestalten, deswegen seid ihr ja auch mehrere. Und wir wollen sehen, ob euer Werkzeug auch wirklich funktioniert. Deswegen haben wir eine kleine Pantomime nicht einstudiert, sondern ganz spontan hier auf die Bühne gebracht. Kommt ihr einmal von nach vorne von Vera. Wir wollen die Werbung natürlich nicht nur als Slogan haben. Vera passt in jeden Schlitz, Alter, geil. Das ist wirklich cool. Und habt ihr den Schraubendreher bei, diesen einen? Pass mal auf. Zu dem Slogan passt nämlich das hier. Also guckt ganz genau hin. Einmal, aber jetzt kommt's, warte. Vera passt in jeden Schlitz. Pass auf, und wir wollen natürlich wissen, ob euer Werkzeug wirklich funktioniert und ob es fähig ist. Ihr habt ja heute schon den ganzen Tag auf dem Platz gestanden und gearbeitet. Vielleicht seid ihr noch dabei. Bereitet euch vor, ich bin ein Formel-1-Auto und ich komme an die Box und ihr müsst mir die Reifen wechseln. Warte, okay. Vera, passt in jeden Schlitz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank an euch schon mal. Wir werden euch noch des Öfteren auf die Bühne holen. Immer dann, wenn mir nichts mehr einfällt, kommt Vera, passt in jeden Schlitz zu mir. Zu spät. Nur der erste Gedanke zählt. Also jetzt haben wir unseren Werbepartner und ich habe es gesagt, heute die ganze Show ist natürlich eine reine Impro-Show. Also es ist wirklich nichts weiter vorbereitet, sondern einfach nur ein richtig schöner kleiner Warm-up. Und deswegen möchte ich euch jetzt erstmal in eine andere Werbung schalten. Deswegen haben wir jetzt auch die Folie Reklame, die eigentlich eben da hätte schon sein müssen. Du Penner, die war schon da. Du bist gut, Alter, du bist gut. Okay, cool. Ich möchte euch einmal, mach mal... machen wir das hier kurz an, da. Sehr schön. Weil früher ja alles besser war, habe ich für euch ein paar alte Werbespots ausgegraben. Was darf sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau. Was? Keine Kapern? Tut mir leid, gnädige Frau. Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern. Oh. Hallo, Frauengold nehmen. So, dem habe ich es aber gegeben. Wem? Na, dem Chef. Oh, so eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich. Aber Lisa. Nein. Ich lasse mir ja nicht alles gefallen. Hallo, Frauengold nehmen. Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen. Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst und ich möchte mich dafür entschuldigen. Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung. Frauengold, ich habe es nachrecherchiert, ist eigentlich nichts anderes als ein Kräuterschnaps. Ja, es ist wirklich echt ein Kräuterschnaps, Frauengold. Und das finde ich schon wirklich sehr witzig. Ja. Ach, wir haben ja was zu trinken. Wir nennen es jetzt mal Frauengold. Ja? Und dazu gibt es natürlich auch den Frauengold-Spruch. Der passt nicht. Lassen wir es bei Jägermeister, mir fällt gerade nichts anderes ein. Es ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild, weit Mensch jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Prost. Ach, lecker. Mutz, jetzt haben wir gar nichts mehr für dich auf der Bühne. Das heißt, während du jetzt gleich auf die Bühne kommst, wenn ich dich anmoderiere, dann sollte irgendjemand von da hinten vielleicht nochmal ganz kurz 4 Jägermeister holen, weil Mutz immer mindestens 4 Jägermeister auf der Bühne braucht. Und das war schon die indirekte Ankündigung meines total geilen Showgastes, der immer wieder montags da ist, weil
noch kein anderer Künstler auf der Fläche ist. Hier ist er für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, der großartige, begabte, feine, kleine, sehr schöne Mann und Sänger und Gitarrist, ein Künstler par excellence, Mutz! Lauter, Ben, lauter! Ein Glück habe ich morgen noch mehr Techniker, die nicht funktionieren. Irgendwann werdet ihr das alle begreifen und es wird wie aus einem Munde zu mir auf die Bühne schallen. Arrogante Sau. Das ist wirklich cool. Hallo Mutz, schön dich zu sehen. Hallo süßer Mann. Ist dir auch so warm? Ja. Ich weiß ja überhaupt nichts über dich. Was machst du oh, so? Oh ja. Wollen wir das machen wie bei Baywatch? Wir sagen mal unseren Namen, bevor der Satz anfängt. Mutz, ich weiß ja gar nichts über dich. Was machst du so? Aber Maschine. Du hast doch schon zwei. Das gibt's ja nicht. Ja, genau. Ich bin der Mutz, bin ich. Der legendäre kleine Mann. Ich muss einmal ganz kurz in den Saal wirklich fragen, wer kennt Mutz nicht? Die lügen alle. Ihr seid total witzig, ey. Das ist immer so schön, wenn man jemanden zu Gast hat, der bekannt ist wie ein bunter Hund. Und eigentlich hat man da unfassbar wenig Fragen. Und ich hab Hättest alle du was du gerne gefragt werden würdest? Ja, wenn du fragen würdest, wer diese Idioten da vorne sind, das wäre schön. Wer sind denn diese Idioten da vorne? Das sind alles meine allerbesten Freunde, die mich jetzt nicht mehr kennen wollen, ihr Arschgeigen. Genau. Das ist die legendäre Bullhead City Stage Crew, die Typen da vorne. Also was vielleicht wirklich der eine oder andere oder die eine oder andere wirklich nicht weiß, dass das tatsächlich die Crew ist mit ihrem Chef, ja, Mutz, die ganze Bullhead City aufbauen. Also alles an Technik da reinruppen und auch die ganzen Tage im Wacken Festival das betreuen. Also ganz, ganz großartige Crew da hinten. Kann man mal einen Applaus spenden. Ihr wart heute schon dabei. Was habt ihr denn heute schon geschafft? Ich war nur im Büro und habe meine Füße in den Pool gelegt und die anderen haben geschuftet. Ich weiß nicht, was wir geschafft haben. Also doch, die Bühne steht, ja, und die Hälfte der Technik ist auch schon drin. Genau. Wie lange dauert das noch? Also wann seid ihr fertig tatsächlich auf dem Punkt? Morgen oder? Abend. Also gehofft morgen Abend um 18 Uhr, damit wir noch ein bisschen grillen und baden können. Ja, ja. Um 11 Uhr will ich das erste Wort sagen, das klappt. 11 Uhr morgens, sagst du. Am Mittwoch, ja. Ja, genau. Mittwochmorgen um 11 Uhr, da geht's hier voll ab. Sehr gut. Okay, damit ist das auch geklärt und eigentlich bist du ja nur dafür da, um zu singen und zu spielen. Ansonsten wollen wir überhaupt gar nichts wissen von dir. Du erzählst auch immer so viel schweinische Sachen. Hast du einen schweinischen Witz? Ja, aber ich wollte erst ganz kurz mal sagen, wie geschickt du das anmoderiert hast, dass du keinen DJ hast, dass du keinen Schnapsminister hast, aber einen Gast, der beides in einer Person ist. Das finde ich, das hättest du ruhig nochmal ranhängen können. Habe ich das nicht getan? Naja, so indirekt hast du das gemacht. Ah, okay. Also, aber ich bin ja so, sowieso immer mehr unterschwellig. Ich sag mal so, das Mineral war schon gerüttelt und der Split war glatt gezogen, weil die Steine haben noch nicht drauf gelegen. Wer pflastert von euch? Selber? Na egal, vergiss es. Möchtest du ganz so gerne wie gut geschmiert, und aber nicht ganz drin. So wie ein geschmiertes Brötchen, meinst du? Ja, genau. Ah, okay, verstehe. Ja. Da fällt mir unser heutiger Werbepartner ein. Vera, passt in jeden Schlitz. Ich habe auch noch einen Fall. Ich habe einen Witz für dich, ja, tatsächlich. Also du kannst einen Witz erzählen, dann musst du aber auch gleich singen. Außer du willst was über irgendwelche neuen Projekte erzählen. Ich habe noch was für dich. Das können wir ja später machen. Ich habe noch was für dich, pass mal auf. Und zwar hat ein Bandmitglied von dir, ich meine, der hat extra für dich ein Video gedreht. Wenn ich das Wort Bandmitglied nur höre, ja, das schreit nach Verrat. Ey. Bandmitglied, also von Drone, Mutz ist ja auch bei Drone, der Sänger und Frontmann. Und das ist eine ganz großartige Sache. Du kannst es da sehen übrigens, ja, also da auf dem Monitor und ihr könnt es da sehen. Vielen, vielen Dank für dieses Machwerk. Okay, also derjenige, der da singt, das bin nicht ich, sondern das ist unser Schlagzeuger. Ja, und der sitzt da vorne. Ja. Das musste man doch eigentlich gar nicht verraten. Also doch, auf jeden Fall. Das möchte ich vorher gesagt haben. Also nichts gegen deine Stimme, oder? Ist dir das so peinlich, was sie da gemacht haben? Nee, es ist voll geil. Ich stehe voll dahinter. Ich habe den Videoclip gedreht, ey, hallo? Also war das eher so ein Yeah?
Also die Nummer mit der fließenden Sahne gleich, das war meine Idee. Aber wir haben erst im Nachhinein mitgekriegt, dass sie nicht volljährig war. Du Schwein. So, jetzt aber. Schön laut. Vielen Dank an Felix. Ja, zu diesem Song gibt es eine Geschichte. Also ich meine, mein ganz kleines bisschen Selbstbeweihräucherung sollte gestattet sein. Also zu diesem Song gibt es eine Geschichte. Das ist jetzt also durchaus nicht ernst gemeint, was wir da gemacht haben. Es ist nah dran, ja, aber es war nämlich so, dass wir auf Tour waren mit einer Band namens Debauchery und noch einer anderen Band, die hieß, glaube ich, Ego Smurf oder sowas. Ectomorph oder so. Also, Ectomorph so. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall waren wir ziemlich heiter unterwegs mit den Jungs. Es war alles recht blutig, sag ich mal. Und auf der Tour haben wir diesen Song geschrieben und aufgenommen. Riding on my motorbike. Das war richtig Stil und Fire. Genau. Und wir wurden gefeatured von Debauchery und zwar im Refrain, wo es heißt Hate, Kill and Fire. Ja, das ist die Geschichte. Das war die Geschichte. Die sei stinke langweilig. Nee. Vera passt in jeden Schlitz. Ja, das war so. Dann haben wir irgendwann eine Show in unserer Heimatstadt gespielt und wir waren auch alle richtig fröhlich unterwegs. Und dann haben wir auf der Bühne gesagt, morgen früh drehen wir einen Clip. Wer Bock hat, kommt rum und es wird auch ein bisschen feuchtfröhlich. Und dann haben wir diesen Clip gedreht und dann tatsächlich im Nachhinein festgestellt, dass die Hälfte der Leute davon minderjährig waren. Aber wir haben es trotzdem rausgehauen. Scheißegal. Hat ja ein Happy End. Ja, voll. Also, dann ist ja alles okay. Ein Möppy End. Ein Möppi-End. Ja, ja. Auch wieder ein Insider, ne? Ja, ja. Verdammt, wir müssen auch an die anderen Leute denken. Und deswegen wirst du jetzt zur Tat schreiten und ich sage mal, das erste Mal deine Gitarre greifen, dich ans Mikrofon stellen. So und in Witze der Zeit, erzählen. Wo Mutz sich vorbereitet, um euch zwei, drei großartige Songs zu präsentieren, werden wir uns noch einen Werbespot angucken. Und zwar aus einer ganz anderen Kategorie. Nee, das ist... Ah, nee, der ist gut. Doch. Okay, doch, selbe Kategorie wie vorher, aber trotzdem auch gut. Sei mir nicht böse, Babsi, aber darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Schmeckt dir etwa mein Kaffee nicht? Doch, dein Kaffee ist wunderbar. Nein, es geht um was anderes. Es geht um dein WC. Mein WC? Weißt du, Babsi, vielleicht solltest du wirklich mal... Aber ich putze es doch jeden Tag. Es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein? Kristallrein? Ja, Babsi. Kristallrein durch Zambokristall. Zambokristall ist der einzige WC-Reiniger, der deine Toilette wirklich kristallrein macht. Ingrid, komm schnell. Du musst dir mein WC ansehen. Donnerwetter, Babsi, das ist
ist ja nicht nur sauber, das ist ja kristallrein. Siehst du, Babsi, ein offenes Wort kann Wunder wirken. Danke, Ingrid. Kristallrein, dank Zambo Kristall. Das ist übrigens die erste sprechende Toilette der Welt gewesen. Tatsächlich. Das ist wirklich so. Wahnsinn. So, jetzt aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass dieser Künstler bereit ist, bei mir in der Late-Night-Show aufzutreten. Begrüßen Sie mit mir und genießen Sie Mutz. Maschine. Wir können applaudieren, also. Oh, ich hasse das Zeug, ey. Egal. Ich liebe dich, aber ich hasse Konfetti, ey. Echt. Kein mich ohne das. Aber ganze Sau, ey. Ja, genau. Ich fange mit einem sehr, sehr subtilen Lied an. Das handelt von meiner Zeit, meiner zweiten Berufsausbildung. Als ich für den Teufel Seelen sammeln musste. Das war direkt nach der Ausbildung zum Industrie- und Außenhandelskaufmann. Ja, und der Song heißt Last Grain of Sand und ist der Titelsong meiner aktuellen Vinyl-EP. So ist das. Weil nämlich Vinyl richtig hip ist. Deshalb habe ich das gemacht. Ich wollte auch mal ein bisschen hip sein. December. Ihr müsst auch alle die Fresse halten, das ist essentiell. Somewhere way downtown in Wacken, I ran into the blind man. He said he was the devil and cast a curse on me. His acting hand in this dark land to be. I walked through tides on a bloody road of hell. Unbribable, cold and restless. Lives I took with me, countless condemned souls, and no one here reaps the harvest, young and old. And known as judge and hangman, none that I would spare. If your time had come, be sure I will be there. I walked through tides on a bloody road of hell. Unbribable, cold and restless. I watched the last grain of sand, and if it fell, you meet the scythe, feed the reaper. And after what seemed like an eternity, I ran into the blind man once again. He took the curse on me and passed it on to someone else that I shall mean, but I don't fear the end. I walked through tides on a bloody road of hell. Unbribable, cold and restless. I watched the last grain of sand, and if it fell, you meet the scythe, feel the reaper. Meet the scythe and feel the reaper.
scythe and fear the reaper. Natürlich sollst du weiter, was ist mit dir los? Also, du kannst ja nicht ein Lied spielen, alle sind voller Erwartung. Das geht doch nicht. Also, kann Mutz noch ein Lied spielen, oder? Also, Ben, mach ihn mal nochmal an. Moin. Ah, sehr schön. Was war das denn, Alter? Seit wann spielt denn ein Künstler nur ein Lied, Alter? Ich dachte, wir machen das so, wir reden und spielen ein Lied und wir reden wieder und ich spiele wieder ein Lied und dann fasse ich dich an und du fässt mich an und wir gehen richtig stark. Und dann machen wir den Vorhang zu oder lassen wir ihn noch? Yes. Wir haben ja extra so einen weißen Vorhang hier hingebaut, ja, und haben Licht von hinten vorbereitet. Alter, du hast so viel Konfetti geschossen. Das nennt sich Schattenspiele. Ich habe nicht ein einziges Konfettistück in meinem Bier drin. Das ist ein Karma. Das ist Können. Ich krieg was zurückgezahlt gerade. Können ist das, ein reines Können. Nein, aber natürlich wollen wir Mutz nochmal hören. Könnt ihr einmal Applaus spenden bitte für diesen großartigen Künstler? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken schon, dass dieser erste Abend am Montag auf dem Wacken-Festival, was ja noch gar nicht angefangen hat, immer ein Improvisationsabend ist. Und das ist schön, dass trotzdem alle da sind. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Kam halbherzig. Ja! Geile Scheiße, los, mach jetzt. Jo. Ich weiß nicht was, ey. Warte. Okay, ich greife nochmal. Den gleichen Song nochmal, okay, alles klar. Ich greife mal in meine. Pass auf, der nächste Song ist für Felix Hoffmeier, pass auf. Felix, ach ja. Für unseren großartigen Riding on my Motorbike. Schlagzeugsänger. Doch, den spiele ich jetzt, ja. Ich habe vor ein paar Jahren für ihn ein Lied geschrieben, da hatten wir 20-jähriges Bühnenjubiläum. Wir spielen mittlerweile schon seit, glaube ich, 24 Jahren zusammen in der Band und auf Bühnen und so weiter und so fort. Und wir haben uns dolle lieb, aber genauso sehr, wie wir uns lieben, hassen wir uns auch. Bleib hier, danke. Er haut nur ab, weil er immer heulen muss. Es und darf niemand gehen. Wenn er da geht. Ist und ich spiele, heule ich auch immer und danach wird geknutscht. Der Song heißt 20 Years und handelt von unserer Hassliebe. Ist übrigens auf der B-Seite, das ist ein cooles Wort, B-Seite von der aktuellen Platte. B-Seite irgendwie, jetzt habe ich endlich meine B-Seite, finde ich gut. Alter, ist das dein Ernst jetzt oder was? Ah, okay. Der holt Schnaps, das weiß ich. You're ugly in the morning when I see your grumpy face. It's swelling up by the bruises and the booze. It stings like hell. Pack die Hose zu, ey. It stings like hell. The last night's smell. Sure, a story word to tell. The rolling home still moving, still we live the life we choose. It's been 20 years. Maybe 20 more, 20 years together on the path we're living for. It's been 20 years and I got some more in store. And when they're gone, I'll bet you soon another 20 more. Sometimes I do admit then I would literally like to kill you. Your manners, habits, looks, y'all stupid fuck. Vice versa, it's the same, you know. But who am I to blame you so? Hey, one day you'll do it. Well, I won't judge you for that. It's been 20 years, maybe 20 more. 20 years together on the path we're living for. It's been 20 years, and I got some more in store. And when they're gone, I'll bet you soon another 20 more. Ich finde echt, dass der Text gar nicht so schwierig ist und ihr im letzten Refrain nochmal so richtig eure Dinger rausholt und auf den Tisch klatscht. Das würde ich sehr, sehr schön finden. Ja, ja. Together we left traces of blood and sweat and tears, ringing ears and broken hearties too.
been kings and clowns with ups and downs, made our ways from town to town. Sometimes less, or sometimes more, we always saw it through. We're brothers in a ruthless world, where friendship means a lot. I never would give up on you, if you like or not. And may we both get old and gray and sit and drink together. Yo, complain about the fucked up crew or just the shitty weather. Warte. Prost. Hol die Dinger. Ach Leute, male mal die Tassen hoch. Was ist denn los hier, ey? Pappnall. It's been 20 years, maybe 20 more. 20 years together on the path we're living for. It's been 20 years and I got some more in store. And when they're gone, I'll bet you soon another 20 more. It's been 20 years, maybe 20 more. 20 years together on the path we're living for. It's been 20 years and I got some more in store. And when they're gone, I'll bet you soon another 20 more. You. Yeah. Großartig. Nochmal einen riesengroßen Applaus für Mutz, bitte. Und für den jungen Mann, um den es in diesem Song ging, Felix. Wir haben ihn eben gerade auch schon im Video gesehen, ebenfalls ein sehr schöner junger Mann. Wie empfindest du das, wenn du das hörst? Wenn so jemand das für dich singt nach 20 Jahren? Emotionen, jetzt Emotionen. Was? Ich kenne den seit ich 10 bin, glaube ich. Den Song? Oder noch länger. Nee, den Typen. Und dann schreibt er mir ein Liebeslied und ich denke mir nur so, oh Mann, ey, jetzt muss ich da noch ran auf meine alten Tage. Ne? Ja, da passt der Arm rein auf jeden Fall. Ja. Nee, das ist der Hammer. Also das haben wir beide tatsächlich so gut durchgestanden die ganzen Jahre. Und das, ja, das waren harte Jahre. Wir haben uns auch richtig hart gezofft und uns fast in die Schnauze gehauen. Du hast mir in die Schnauze gehauen. Ich habe ihm in die Schnauze gehauen, ja. Ich mag ja, also ich bin ja jemand, der sich schon ganz gerne lustig macht über alles, aber emotionale Momente haben echt was und deswegen möchte ich jetzt auch ganz, ganz kurz, dass ihr einmal in euch geht, ganz kurz nachdenkt, schaut in euch rein, schließt die Augen, schaut euch selbst an und sagt zu euch, I am important. Jeder. I am important. Ich möchte das hören. I am nicht impotent. Du arrogante Sau. Okay, war eh Schwachsinn. Mein Gott. Also, aber was für ein geiler Song. Ich finde das schön. Freundschaften sind für mich also für mich nicht wichtig ist, aber für andere Menschen schon. Und deswegen einen großen Applaus an Felix und Mutz, meine Damen und Herren. Ich wollte das nicht ins Lächerliche ziehen, tut mir leid. Ich kann nicht anders. Danke, Felix. Ich wollte einfach nur den Menschen hinter dem Lied kennenlernen. Kennst mich doch, du Arschloch. Arrogante Sau heißt das, verdammt nochmal. Naja, egal. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mutz und ich haben auch gemeinsam noch ein Lied einstudiert, was wir natürlich gemeinsam vortragen wollen. Und da könnt ihr alle mitsingen, weil das wirklich jeder kennt, zumindest im Refrain. Nee, wir wollen schnell Schluss machen. Wir wollen die Leute nicht länger penetrieren, also nicht über Gebühr, sag ich mal. Ja, okay. Ja, mach mal. Mach mal. Also, habt ihr Zeit noch? Habt ihr Zeit? Ihr habt noch Zeit, okay. Weil ihr dürft ja nicht gehen, bevor es vorbei ist. Also, das ist ja, da hatten wir ja verabredet. Ohne Scheiß, ne? Ich komme mit meinen italienischen Designer-Sandaletten hier überhaupt nicht klar. So, du fängst an, ich will die erste Strophe singen. Ja. Silbern singt und klingt die Heuer, heut spiel ich das feine Hus. Heut, da ist mir nix zu teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz allein,
die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Seh ich eine kleine, ganz feine, die gabel ich mir auf. Oder so. Ja, ich bin dabei. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sah nicht nein. Soll's bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Hack dich unter Violett zusammen mal bummen. So, und jetzt aber bitte alle, ja? Auf der Reeperbahn nachts um halb eins klingelinge, muss ich klingeln? Hast oder hast keins? Amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, Weihnacht. Möchtest du die zweite oder soll ich? Auf jeden Fall, das Privileg lasse ich mir nicht nehmen. Bitte, dann deine Strophe. Kommst du heim, komm ich heim im nächsten Jahr, braun gebrannt wie so ein Hottentott. Nicht korrekt politisch, aber egal. Hast du deine blonden Haare, schwarz gefärbt, vielleicht auch rot, grüß dich dann mal ein fremder Jung und du gehst vorüber und kennst ihn nicht. Kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leise er zu dir spricht. Juhu! Komm noch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Soll's bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Hack mich unter, wir wollen zusammen mal bumsen gehen. Das ist so subtil, das Ding, ey. Das ist fast wie hier, wir fassen uns von hinten an die Schultern und so. Ja. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du Mehl hast oder auch keins, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli bei Null! Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr gut. Schade. Der ist jetzt nass. Der Hut. Ja, nochmal einen großen Applaus an Mutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mutz, mein Lieber, möchtest du Maschine! Noch, möchtest du noch ein Lied singen, oder? Ja, vielleicht später. Ja? Habt ihr noch Lust auf ein Lied von Mutz? Kam auch halbherzig, kam auch halbherzig. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Maschine! Ah, das war geil, der war schon gut, der war schon gut. Wir werden uns warm dingsen. Ich liebe dich auch, Carsten. So, also habt ihr jetzt noch eine Lust auf ein Lied von Mutz oder nicht mehr? Ja! Sag es doch! Ich spiele noch eine, dann quatschen wir eine Runde, okay? Erzähl sehr mal gerne, sehr gerne. Aber wir reden nicht mehr lange. Ihr braucht keine Sorgen haben. Ihr dürft Bett raus hier. Ihr lebt nicht mehr lange, hast du gesagt? Ja, genau. Ja, ja. Ich hab gesagt, ihr lebt. Nein, hab ich nicht. Ich hab gesagt, es geht nicht mehr lange. Alter, hast du was in den Ohren oder was? Wasch dich mal. Ja, endlich. Man muss doch direkter sein, oder? So, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf ein weiteres Lied meines Freundes Mutz. Hi, ich bin dieser Freund Mutz. Ich habe ein Lied geschrieben, das handelt von einem kleinen Jungen.
einem Jungen in seiner Blüte, 15 Jahre wird er ungefähr gewesen sein, 15 Monde. Er kämpft gegen die britische Armee in seinem Heimatland Irland. Und kurz bevor seine finale Schlacht kommt, wird er von einer wunderschönen, natürlich wunderschönen und leicht angetrunkenen irischen Schönheit, wie gesagt, verführt. Und am nächsten Morgen geht er natürlich dann, wie sich das gehört, auch anständig sterben. Ja, so ist das in irischen Folkloren. Da wird gesoffen, gehurt und getanzt und dann am Ende wird gestorben. Das finde ich irgendwie sehr schön an diesen Liedern. Deshalb habe ich mich dieser langen, langen Reihe an tollen Songs angeschlossen und habe diesen hier geschrieben. Come to the doorstep. I got drifted or refilled the lines. Well, I was just a young boy, still figuring out what men wrong but men right. The night before the hounds came, red as the blood they would spill. Oh, she gave me comfort. She made me a man and gave me courage to kill. Oh, misery left her, careless and all full of pride. Pretending there's no worries, she's spinning the very day throughout the night. Sang me songs of freedom with a voice as clear as a bell. And I began to believe in salvation and stories I love she would tell. Oh, I miss her laughter, careless and all full of pride. Pretend there is no worries, she's been in the fairy tale throughout the night. If I die tomorrow, at least it is here in me proud. With a rifle in hand, about feet in the sand, in the fog and the blood of our ancestors' lands. If I had just a few hours to stay, I'd spend them with you, kid, as long as you be. Thanks for this one last kiss. Don't forget me now. The dawn is breaking and the flags of the Union arrive. And grumbling drums and cannon, all them brave men yelling their battle cry. Oh, as I lay bleeding and the screams of me comrades all loud, I think of you, me hearty, you're still here with me while me life's fading out. Oh, Mr. Laughter, careless and all full of pride. Pretend there's no worries, she's been in the fairy tale throughout the night. If I die tomorrow, at least it is here me proud. With a rifle in hand,
I bathe feet in the sand, in the fog and the blood of our ancestors' lands. A rifle in hand, I bathe feet in the sand, in the fog and the blood of our ancestors' lands. Yeah. Niemand anderes als Mutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr, sehr großartig. Mutz, nimm Platz. Du hast nach einem Handtuch gefragt, eben gerade. Haben wir natürlich nicht, weil das ist ja die Montagsshow. Ab morgen haben wir Handtücher, da bist du aber nicht da. Aber, guck mal, du bekommst von mir als Dankeschön natürlich das nagelneue Maschine-Shirt. Das ist keine Werbung. Werbung wäre Vera, passt in jeden Schlitz. Das steht drauf, arrogantes Haus, da steht's drauf. Und ja, damit kannst du dich abtrocknen jetzt, nur weil du ja nach dem Handtuch gefragt hast. Ja. Fettes Shirt, ey, lass mal hier richtig laut jetzt hier. Schönes Shirt. Und jetzt Maschine. Shirt. Aber es geht ja, es ging ja um dein Geschenk. So. Vielen Dank. Mutz, bevor wir gleich noch weiter trinken und aufhören mit dieser wunderbaren Late-Night-Show und auch mit uns beiden am heutigen Abend, möchten wir über deine Plex reden. Das ist ja was ganz Besonderes. Ja, voll. Okay, ich muss euch ganz kurz sagen, er drückt mir das gerade in die Hand und sagt so, ey, lass mal über die Plex reden. Okay. Ja, was hat denn das damit auf sich? Ich habe zum ersten Mal... Wäre jetzt ehrlich. Ich habe zum ersten Mal Plex drin gemacht mit meinem Namen drauf, weil ich das irgendwie für nötig hielt. Du hast eigene Plex? Was hast du denn für einen Verschleiß, sag mal? Einen sehr hohen. Hohen Verschleiß? Einen höheren Verschleiß als den Männerverschleiß. Wozu kann man denn Plex noch verwenden, außer damit Gitarre zu spielen? Also man kann damit ganz hervorragend Eis von einer Eisplatte runterkratzen und also als Konditorwerkzeug großartig benutzbar. Auch bei Strukturputz die scharfe Kante, die weiche Kante und die Mittelscheife-Kante. Nicht schlecht, also alle für alles sowas ist sowas da. Vielleicht können wir unsere Freunde von Vera auch nochmal fragen. Ja, wir können auf jeden Fall auch mal unsere Kumpels von den Silikonfabriken mal ansprechen. Das wäre ein super Silikonabzieher. Nein, ist das ein Silikonpleck tatsächlich? Ja, es ist ein, wie heißt denn das? Hartplastik? Nee, Tortex. Das ist... Okay, wird langweilig. Das ist eine ganz, ganz besondere Sache. Wir schalten ganz kurz zur Werbung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darf ich Vera noch mal bitte ganz kurz auf die Bühne bitten? Ich fand das voll interessant, du Arsch. Du arrogante Sau, ehrlich. Was soll das? So, wir schalten ganz kurz zur Werbung. Vielen Dank, mein Lieber. Einen großen Applaus für meinen Videoassistenten, den Meister am Laptop, Christian. Richie, das ist bei dir unten gelandet. Da. Und wir schalten zur Werbung. Vera, passt in jeden Schlitz. Vera, passt in jeden Schlitz. Vielen Dank. Ihr seid auch für jeden Scheiß gut, Alter. Das gefällt mir gut. So, Mutz, benutzt du meinen Glatzenkamm? Ja, das ist großartig. Ich mach das ja, weil ich es muss. Naja, wie auch immer. Ich möchte sagen, dass diese Sendung für heute am Ende ist. Ich weiß, dass du noch ewig weitermachen könntest. Ja, ich möchte aufhören. Wollt ihr, dass wir aufhören, oder? Na gut, pass auf. Dann möchte ich aber jetzt um ein Freibier spielen. Wer möchte um ein Freibier spielen? Ja, dann du zusammen mit du. Ja, nee, er, da. Der da. Ja, der da. Der da. Der nicht ganz so schöne Felix. Du spielst mit dem da.
Der mit dem Hut, genau. Yeah. Bleib da unten, bleib da unten. Guck mal, hier hast du so eine Klick-Klack-Dose. Der Typ geht mit dem Hammer zum Rendezvous, kein Scheiß. Wenn ihr das... Ich gebe euch zwei Bälle, mehr dürft ihr nicht verbrauchen. Wenn ihr das schafft, jetzt ihr beiden, zweimal innerhalb von 5-mal klicken, das wieder zu fangen, dann kriegt ihr beide ein Bier von mir geschenkt. Kannst du mal die Magnum-Musik anmachen? So, warte mal ganz kurz. Das ist Felix, wie heißt du? Wie heißt du? Ruben. Ruben. Felix und Ruben, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben jetzt 5-mal Zeit zu klicken und 2-mal muss es klappen mit dem Fangen. Los geht's. Kannst du die Musik lauter machen, Ben, bitte? Einmal daneben. Ja, ihr müsst schon jubeln, ihr müsst die anfeuern, ihr müsst so sein, so, hey, ja, so wie in so einer Fernsehshow. Hey, 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 das macht doch bei Stefan Raab auch jeder automatisch. Wie viele haben wir jetzt? Habt ihr schon einmal gefangen eigentlich? Echt? Haben wir einen Zeitlupe gleich auf den Monitoren? Alter, Ruben ist aber auch so. Geil. Dankeschön. So, wie lange dürft ihr denn jetzt noch verdammt? Wir können das ja nicht ewig machen. Okay, und ihr habt ein Bier gewonnen. Wunderbar. Felix, Mr. King. Felix, ey. Da steht's schon. Dieses Spielchen erinnert mich an Wayne's World, an die Szene, wo sie dieses Papptütchen rausholen. Wenn du ballern musst, dann baller hier rein, sagt er. Ach was. Finde ich richtig gut, ey. So, warte ganz kurz. Stimmung. Geht einfach zum Tresen, holt euch ein Bier, schreibt auf Maschine. Und alle anderen, die jetzt auch einfach dahin gehen könnten, weil es gibt ja keinen Gutschein oder so, tun das bitte nicht, weil sonst bin ich nämlich arm. Nein, das ist unseres. Wir haben auch keins mehr. Lass die sich das mal selber holen. Hallo. Arrogante Sau. Ach Mann, Alter. Ich glaube, das kriege ich nie installiert mit dieser arroganten Sau. Ich möchte einmal ganz kurz, bevor wir auf der Bühne weitermachen, erwähnen, was morgen hier passiert in der Late-Night-Show. Morgen ist ja die erste wirklich durchstrukturierte, total vorbereitete und durchgeskriptete Late-Night-Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird großartig. Und in dieser Late-Night-Show, morgen Stimmung. Haben wir den Gewinner von Wacken Metal Battle in Schweden da, Chaga. Dann kommt Thomas Jensen, einer unserer Chefs? Einer der beiden Chefs und er ist echt eine richtig coole Socke. Einer der beiden Chefs. Über Thomas Jensen könnte ich Geschichten erzählen, die dürfte ich gar nicht erzählen, da würde ich sofort eliminiert werden. Da musst du morgen nochmal kommen. Also Thomas Jensen auf jeden Fall auch morgen in der Show und natürlich die Promoter vom Wacken Metal Battle aus der Karibik und aus Bulgarien, Jerry und Boyko sind bei mir in der Sendung. Also morgen ist wirklich ordentlich Information angesagt und natürlich auch Spaß, Spaß, Spaß. 10.000 Tonnen Stahl nur für Sie aufgebaut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seien Sie noch einmal jung, seien Sie dabei in Maschines Late Night Show, bla bla bla. Hallo Mutz! Du musst ins Mikro sprechen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Okay. Ja, worüber möchtest du jetzt reden? Plex haben wir durch. Nee, Plex sind durch. Wir wollten noch ein paar Musikerwitze erzählen. Ach so. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen für morgen, das ist ganz wichtig. Ihr müsst auch das Wort verbreiten. Das ist meine Showband und zwar auch auf dem Acker ab Mittwoch. Alien Rocking Explosion. Die Typen sind super geil. Maria und Ivan kennen vielleicht der ein oder andere von euch noch von einer Cruise. Da waren die mal mit dabei und die kommen extra aus Spanien, um in meiner Late-Night-Show hier das Showorchester zu machen. Ab morgen und dann natürlich auch auf dem Acker. Tolle Sache. Könnt ihr euch hier angucken, aber nicht mitnehmen. Sehr gut. Macht ja nichts. So, weiter geht's. Entschuldigung. Was gibt's zu erzählen? Ja, genau. Ich möchte noch Werbung in eigener Sache machen. Und zwar für meine... Werbung für Zelle machen. Und zwar für Zeller Bier. Das machen wir gerne. Aber ich möchte, weil du echt alleine wirkst, können wir... Sigrid, könntest du zusammen mit Vivian kurz einfach auch auf die Bühne kommen? Ja, und euch einfach links und rechts neben Mutz setzen, dass wir... Bitte. Können wir einen Applaus haben, bitte, für Sigrid und Vivian? Aber du bist da so verloren, Digga. Da kenne ich mir nochmal einen Scheitel mit einem Glatzenkamm. Die Musik brauchen wir, Gastmusik. Nochmal einen großen Applaus für Vivian. Die hat mir das Mikrofon ins Gesicht gehauen. Und für Sigrid. Du heißt gar nicht Sigrid, ne?
Okay, also doch Sigrid. So, jetzt können wir über Zellerbier reden. Ja, Zellerbier. Also über Zeller allgemein würde ich ganz gerne reden, weil Zeller nämlich eine Kleinstadt ist, die wunderschön ist und die meisten unserer Crew aus Celle sind. Celle. Ja, es ist, ja, Leipzig, hier. Und es gibt drei Sachen in Celle, die interessant sind. Das erste ist das Zellerbier. Ist ein kleines heimisches Bier, was wir alle hart feiern. Ohne chemische Zusätze und immer frisch. Und jetzt ist der Zeitpunkt zuzuhören, Claudia. Danke. So. Zellerbier, Frauke Beetz und der Gründer Karl Beetz. Dankeschön. Großartiges Gesöff. Wir haben mal was für deine Karte. Wo bist du? Da. Oh, das zweite ist unser schönes Stadtfest in Celle. Am 14. und 15.09. Das ist ein fantastisches Stadtfest mit schönen Lichterketten und familienfreundlich. Und es gibt Zellerbier. So, und an diesem Tag werde ich meine Bürgermeisterwahlkampagne starten. Und alle, die wollen, dass ich in Celle Bürgermeister werde, sollten sich in der Innenstadt melden als wohnhaft und in 3 Jahren die Stimme abgeben, denn jede Stimme zählt. Aber das meinst du so, ne? Das ist du leider, bist wirklich Bürgermeister. Also, ich finde das geil. Also leider wurde wenn man sich politisch nicht engagiert, kann man nichts verändern. Also ich bin politisch sehr unengagiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das ist auch ganz gut so. Denn jemand, der ohne Partei ist, kann auch tatsächlich nur die Stadtinteressen vertreten und nicht die Lobby. So, genau. Ja, und deshalb wird das durchgezogen. Und das wird, glaube ich, eine ganz fantastische Party. Denn ich verkünde heute am Tag der Bürgermeisterwahlentscheidung, wenn es positiv verläuft, wird es 1000 Liter Freibier, Zellerbier auf dem großen Plan geben. So sieht's aus. Großartig. Ja. Also ich würde dich wählen, wenn ich in Celle gemeldet wäre. Ich fühle mich gerade so seriös. Ja, ja, so ist das. Ja, genau. Kann man das eigentlich machen? Kann man sich überall immer wieder anmelden und dann wieder neu wählen? Du und weißt wieder auch, sich neu anmelden du und ziehst neu bei mir in die Bude ein da hinten und dann... Warte mal, nächstes Jahr bist du sowieso ein halbes Jahr bei mir. Ja, das stimmt. Wir machen nämlich ein Musical zusammen, Mutz und ich. Oh, ja, groß. Das wird ganz toll. Auch oh, vierte Sache, fünfte Sache, genau. Nächstes Jahr gibt es ein Musical. Ja, ja. Maschine und Mutzer ist das. So ein Quatsch. So, pass mal auf, wir müssen jetzt erstmal, wir verlabern uns sonst wirklich in absoluten Oberschwanz. Das ist die Geschichte des Zellerlochs. Wir müssen irgendwann Schluss machen. Aber, Mutz, weil du so geil hier warst und auch ja natürlich noch ein, zwei Songs kurz machst, bevor wir am Ende sind, habe ich ein Geschenk für dich, was aber nicht für dich ist, sondern für deine Crew. Und dieses Geschenk kommt von Vera. Passt in jeden Schlitz. Und Vera hat für die, also Entschuldigung, wenn ich jetzt die anderen Leute kurz ausnehme, ich weiß, das ist parteiisch, aber ihr seid ja die Bauarbeiter schließlich und es geht um diese, die habt ihr euch gewünscht, ne? Die habt ihr euch gewünscht, ne? Oh, geil. Oh, Alter, die ganze Kiste voll. So, danke an Vera, wirklich, das ist großartig. Du, holst du ab hier. Weil jeder Künstler bekommt natürlich ein Geschenk und deswegen war dieses Geschenk indirekt eigentlich für deine Crew, die dir aber viel wert ist. Geiler Typ. Der Mutz ist so ein, ich sag mal, Vollproll. Da sitzt eine stilvolle Frau zu seiner Rechten, eine stilvolle Frau, ja, mit einem wohlklingenden Namen Sigrid, ja, und dann rülpst der einfach über sie rüber. Ich meine, es geht doch gar nicht, Digga. Check das mal. Naja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass diese Show jetzt aber auch langsam wirklich zu Ende geht. Es war mir ein wirklich großer Spaß, euch und sie in Maschines Late Night Show begrüßen zu dürfen an diesem absolut wunderbar improvisierten Abend. Morgen, ich habe es eben gerade gesagt, Thomas Jensen, Chugger, der Metal Battle Gewinner aus Schweden. Natürlich spielen sie auch noch in der Bullet City und die Promoter von der Caribbean und aus Bulgarien des Wacken Metal Battles, Jerry und Baiko, werden bei mir sein. Morgen 21 Uhr hier. Und natürlich auf dem Feld, auf dem Acker, ab Mittwoch, immer 23 Uhr, direkt neben Vera. Passt in jeden Schlitz. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal für euch und für Sie, Mutz! Moin. Der nächste Song ist dem Wetter geschuldet, diesem wunderschönen Wetter. Und zwar, also ich bin jetzt seit 14 Jahren hier auf Wacken, arbeitstechnisch und musikalisch tätig. Und ich muss sagen,
So ein sonniges Wacken habe ich doch im Durchschnitt relativ selten erlebt. Und wo willst du hin? Der Punkt ist folgender, ich möchte diesem Wetter eine Hymne singen von Peter Maffay. Ich bin schon latent angetrunken, das ist... Andi, wo willst du hin? Oh, Maschine, wo willst du hin? Ich habe seinen Namen verraten, Scheiße. Er holt Schnaps. Der Song handelt von dem letzten Tag im August und das ist zufälligerweise auch mein Geburtstag und in 3 Jahren auch der Geburtstag des Bürgermeisters von Celle. Und von meinem Vater und meiner Zwillingsschwester, ganz zufällig auch. Ja. Ist Thomas Jensen hier? Schade. Ja, latent daneben. Der trägt keine rechtschaffende Kluft, mein Freund. Auf die Ehrbarkeit. Es war ein schöner Tag. Der letzte im August oder der erste im August auf Wacken. Die Sonne, warte mal, ist doch von Peter Maffay, ne? Die Sonne brannte so, als hätte sie es gewusst. Die Lift war flirrend heiß und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heute keine Zeit. Da traf ich Lalle und sah in ihre Augen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Der Judu, der Judu. Wir gingen, ich war 17 und sie 26 und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und ließ mich spüren. Er war kein Kind mehr. Oh yeah. De-o-du, de-o-du. Das könnt ihr mal alle singen, finde ich. De-o-du. De-o-du. Das sind wir nochmal 2, 3. De-o-du, de-o-du. Oh yeah. Und wir gingen beide runter an den Strand. Und der Junge nahm schüchtern ihre Hand. Doch als ein Mann sah ich die Sonne über Wacken aufgehen. Baby, reiß dich zusammen. Ich war kein Kind mehr. Und ihr seid dran. Schwach. Deodu, Deodu, Entschuldigung. Und es war Sommer. Es war Sommer. Zum ersten Mal in Wacken. Es war Sommer, zum allerersten Mal. Im Klimaschutz kann mir mal hart an Arsch gehen. Endlich ist Sommer. Alle! Day you do, day you do. Es war Frau Sommer. Sommer. Dankeschön. War Frau Sommer die Kaffeetante? Mutz! So, und jetzt, passt mal auf, ich singe euch auch was. Nee, mach du mal noch einen. Aber was? Oh ja, pass auf. Ist ja hier ein Heavy Metal Festival. Ja.
Oh, Carsten. Insider, egal. From the coast to gold. Schnauze. Ja, er lacht weiter und dann irgendwann ist Ruhe und dann hört er wieder zu. Across the seven seas. I'm traveling on. Far and wide. And now it seems I'm just a stranger to myself. And all the things I sometimes do, it isn't me but someone else. I close my eyes and think of home. I know the city goes by in the night. Yeah, it's funny how it is. You never miss it till it's gone away. And my heart is lying there and will be till my dying day. Da war fast drin. So understand. Don't waste your time always searching for those wasers. Face up, make a stand. And realize you're living in the golden years. The golden years. Too much time on my hand. I got it on my mind. I cannot ease the pain so easily. When you can't find the words to say, it's hard to make it through another day. And it makes me wanna cry. I throw my hands up in the sky. So understand. Don't waste your time always searching for those wasters. Face up, make a stand. And realize you're living in the golden years. So understand. Waste your time always searching for those wasters. Face up, make a stand. And realize you're living in the golden years. The golden years. The golden years. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Also ich möchte ganz dreist behaupten, geile Scheiße! Großartig, wirklich großartig. Dankeschön, Mutz. Nimm Platz zwischen Vivien und Sigrid. Liebe. Liebe. So, und weil ich natürlich hier das Alphatier bin und der Herr im Ring und mir den Butter überhaupt nicht vom Brot nehmen lasse, werde ich jetzt auch noch ein Lied für euch singen. Ben, du musst das Laptop jetzt richtig laut machen, bitte. Das wäre großartig. Und natürlich bekommst auch du noch einen Applaus, obwohl du neu bist. Einen Applaus für Ben an der Technik. Warm und weich, so wie man es erwartet. Großartig. Okay, mein lieber Chris, ja, leg los. Laut muss sein. How you doing? Seen you've met my faithful handyman. Don't get little him broke down, baby. When he knocked, he's fortune with a candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't
unjudgeable by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I am a hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Oh, let me show you around, maybe play you sound. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, I can take you in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? Mach das mal, Mutz. We both have a bit of a hurry. Right. Well, we just stay where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Oh, well, I got caught in the flat. Well, how about that? Oh, babies, don't you panic. By the light of night, it'll all seem all right. I get you a satanic mechanic. Signet, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Oh, let me show you around, maybe. Nee, geh uns zu Lab, ne? Okay, mach aus. I can show you my favorite obsession. Nee, reicht, ich will das gar nicht. I've been making a man. Aber ich will gar nicht mehr. Ah. Das ist Coitus Interruptus. Und Coitus Interruptus. Nein, ich mag das. Kurz vorher aufhören, bevor es richtig geil wird. Ich stehe da voll drauf, echt. Können wir mal das Oberlicht wieder ausmachen? Das Oberlicht ist ein schönes Wort. Nein, was ich möchte als letztes an diesem wunderbaren Montagabend hier auf dem Wacken Open Air Festival im Landgasthaus zur Post, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir alle gemeinsam mit Vera passt in jeden Schlitz singen. Und deswegen haben wir natürlich einen Karaoke-Song vorbereitet nach der Werbung. Die Inhaltsstoffe des Bieres sind sicher nicht schädlich, ganz im Gegenteil. Vor Nierensteinen schützt Bier am besten. Zum Beispiel sinkt deutlich die Herzinfarktrate. Bier macht schön. Trinken Sie täglich Ihr Bier. Bier ist ein naturreines Produkt mit vielen gesunden Inhaltsstoffen. Bier ist, das kann man ungestraft sagen, ein gesundes Lebensmittel. Tatsächlich ist Bier ein niederkalorisches Getränk, glaubt kein Mensch. Aber 0,25 Liter Bier haben gerade einmal 110 Kalorien. Frauen, die zum Beispiel regelmäßig Bier trinken, sind schlanker als Antialkoholikerinnen. Bier ist ein Schönheitsmittel. Bier enthält zum Beispiel Pantothensäure, die Königin der Hautvitamine. Bier kräftigt das Haar, Bier glättet die Haut, Bier gibt einfach einen wirklich schöneren Ton. Bier macht schön. Bier ist das idealste isotonische Getränk überhaupt. Trinken Sie regelmäßig Ihr Bier. Man sollte als Mann pro Tag nicht weniger als einen Liter konsumieren und das möglichst über den Tag verteilt. Und das als letzte Bemerkung nehmen wir mit. Möglichst über den Tag verteilt jeder ein Liter Bier. Das ist großartig. Und jetzt möchte ich mit euch allen singen und ich möchte, dass ihr Strophe genauso wie Refrain mit uns singt, mit uns beiden und Vivian und Sigrid und meinem Techniker an den Videoeinheiten, Chris und natürlich meinem Techniker Benny, der da hinten sitzt und auch die nächsten Tage für euch da sein wird. Jetzt singt. Diese Erwartungshaltung, ist das nicht geil? Diese Erwartungshaltung, das ist so toll. We'll be right back.
großer Applaus. Take my hand and make it, I swear. Whoa, living on the prayer. Das ist doch schon mal geil. Hand heben bitte, wer möchte. Keiner, geil. Make it talk. Alter, wie scheiße seid ihr denn? Können wir nicht alle gemeinsam wenigstens singen? Du rockettest auch. When she cries in the night, Tommy whispers, baby, it's okay. Someday. Geht doch! And now we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's the life of love. Make it a shot. Es ist halt Montag, ne? Also ich möchte das jetzt abbrechen an dieser Stelle. Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Und zwar nicht, weil ich es in dem Fall geil finde, sondern weil die einfach scheiße wart. Vielen Dank. Aus. Es ist ein Montag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen dürfen wir alles ausprobieren. Und ab morgen wird es ernst. Ich hoffe, dass alle von euch wiederkommen werden, wenn es heißt 21 Uhr. Es ist Zeit für Maschines Late Night Show. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Maschine! Und das mit Recht. Du bist echt eine arrogante Sau. Eigentlich kommt jetzt diese Abgangsmusik. Mein Techniker, Chris. Naja, was soll's. Pass auf, erzähl noch einen Witz und dann macht er die Abgangmusik. Witz? Ja, los, erzähl was. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, können Sie mich ganz schnell kastrieren? Da sagt der Arzt, das ist ein harter Schritt, haben Sie sich das gut überlegt? Sagt der Typ, ja, machen Sie schnell, meine Frau wartet unten, wir wollen ins Kino. Okay, der Arzt kastriert drin, der Typ kommt runter, sagt die Frau, na Liebling, hast du dich impfen lassen? Sagt er, impfen. Ich kam nicht auf das Wort. Ja, okay, war zu schnell natürlich. Jetzt ist aber Schluss. Das war Maschines Late Night Show. Jetzt kommt bitte das da. Ja, genau. Perfekt. Mach schön laut, Ben. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern am Video. Christian. An der Technik, Ben. Vielen, vielen Dank. Auf der Couch, Vivian und Sigrid. Und als meine Gäste, Mutz. Und natürlich ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr da wart. Kommt wieder auf dem Acker ab 23 Uhr, ab Mittwoch und morgen 21 Uhr. Und nochmal hier im Landgasthof. Es war mir eine große Freude. Mein Name ist Maschine. Und ich frage ein letztes Mal, wer liebt euch und wen liebt ihr? Vielen Dank. Kommt gut nach Hause und fahrt nur betrunken, wenn ihr Motorroller habt.